So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe eine Kleinigkeit nachgeguckt, insbesondere eben was diesen komischen Gestaltwandler angeht. Und das Letzte, in das er sich verwandelt, ist ein Tachaffe. Man muss die Tachaffen irgendwie überprüfen. Der eiert da vermutlich irgendwo rum. Ach ne, hier liegt eine Leiche. Also ich weiß nur, hier war er ja. Oh, die Leiche habe ich gar nicht überprüft. Ich sag bloß, der hat mich jetzt mit den anderen verfolgt oder kriege ich den jetzt gar nicht mehr, weil ich den eine Weile in Ruhe gelassen habe? Ich weiß es nicht. Wobei, ich habe ja nicht... Ja, wobei, ich habe zwischenzeitlich natürlich Kampf verlassen, neu geladen, etc. Kann sein, dass der weg ist, aber ich werde es nicht so leicht aufgeben. Und irgendwo eiern hier ja auch diese Drecksaffen herum. Oder sind die alle da hinter mir irgendwo? Wo seid ihr, Äffchen? Ah, da ist einer. Den überprüfen wir mal kurz. Der läuft weg vor uns. Aber der scheint es nicht zu sein. Oh Gott, da vorne sind noch mehr. Aber die laufen auch vor einem weg zum Teil, also... Ich schaue jetzt einfach mal, ob ich ihn in den ersten paar Minuten finde, ansonsten... lasse ich es halt... Ach nee, Mist, hier sind ja diese... Jerkervögel. Also, hier gibt's einen, da gibt's einen. Habe ich einen übersehen? Nö. Aber sie laufen eben vor einem weg, wenn sie einen nicht gerade verfolgen. Das ist ein bisschen seltsam manchmal. Ach, hier liegt Geröll. Haben wir schon gefunden. Wobei ich habe auch gelesen, man soll sie zur Not angreifen, wie auch immer das geht. Ich meine... Da habe ich jetzt eigentlich nicht gerade die Skills für. Er hier auch nicht. Hm. Ja, komm, kümmern wir uns um die Jerka. Wird das vielleicht doch nichts mit der Attentäter-Quest. Kann sein. Ich möchte kurz noch anmerken, vielleicht habt ihr es schon gehört, ich bin ein bisschen erkältet. Kann auch sein, dass ich ab und an ein bisschen huste. So, da leichte Splitterminen und sowas. Wir wollen eine diplomatische Lösung finden, heißt es. Diese Affen sind nervig. Wer seid ihr? Schon wieder so ein ziviler Händler wie dieser Koro-Schleimer oben auf dem Landungsring? Das hier ist mein Gebiet. Ich lasse nicht mit mir handeln und ich bin schwer zu überzeugen. Also verschwindet wieder nach oben. Lasst meine Gewinne in Ruhe, sonst seid ihr auf der Stelle erledigt. Hm. Chunda hat mir die Erlaubnis erteilt, mich hier aufzuhalten. Der hat bei mir keine Kompetenzen. Ich arbeite für die Jerka Corporation. Er ist nur ein Schoßhündchen, das wir halten, um die Einheimischen zu beruhigen. Solange ihr mir nicht in die Quere kommt, könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Ich habe hier zu arbeiten. Also ich glaube nicht, dass Chunda gerne als Schoßhündchen bezeichnet werden möchte, aber okay. Was ist, wenn ihr die Schattenlande verlassen wollt? Hey! Hat der alte Einsiedler Joli etwa versucht, euch für seine Drecksarbeit einzuspannen?
Wir haben viel zu viel investiert, um hier einfach abzuhauen. Solange die Schallsender die Raubtiere fernhalten und ich genügend Leute habe, die diese Dinger bewachen, bleiben wir hier. Also, wenn ich mit dem Gejammer meiner nutzlosen Wachen über die Gegend hier leben kann, kann mir das von euch vorgetragene Gejammer Julis auch nichts mehr anhaben. Ich würde euch gern ein paar Fragen stellen. Wenn ihr es schon so weit gebracht habt, dann wisst ihr doch schon eine Menge. Was sollte ich euch noch erzählen? Ich suche nach einer sogenannten Sternenkarte. Ich bin kein Marineoffizier. Ich arbeite am Boden und habe hier nichts derartiges gesehen. Aber natürlich sind wir noch nicht allzu weit vorgedrungen. Der Wald im Osten soll noch gefährlicher sein. Und ihr fühlt euch trotz Blastern nicht sicher? Damit kommt ihr nicht weit. Ihr kämpft ja nicht nur gegen die Tiere, sondern auch gegen die Pflanzen. Kessiranken sind hart wie Metall und wachsen schnell nach. Stattdessen ließ das Hauptquartier Repulsorfelder anlegen, um die großen Raubtiere abzuschrecken. Auch fest installierte Geschütze. Wir sind hier erstmal eine Weile sicher. Ich hätte noch andere Fragen zu den Schattenlanden. Wenn ihr es schon so weit gebracht habt, dann wisst ihr doch schon eine Menge. Ja, wir kennen das. Stimmt hier unten irgendwas nicht? Oder nee, wenn die Schattenlande so gefährlich sind, wie überlebt ihr dann? Das ist auch nicht so einfach. Wir haben hier eine Reihe von Schallsendern aufgebaut, um die großen Viecher abzuschrecken. Bisher hat's funktioniert. Solange die Sender in Betrieb sind, sind wir einigermaßen sicher. Die erleichtern die Arbeit ungemein. Zurück zu meinen anderen Fragen. Beeilt euch gefälligst. Ihr fresst meine Gewinne auf. Ich gehe erstmal. Fein. Ich bin nicht hier, um den Verkehr zu regeln. Mal schauen, kann ich denn die Schallsender sabotieren? Aber ich wollte natürlich doch nicht mit der Wache reden. Primäre Funktion. Code nicht verfügbar, auf alternative Optionen zugreifen. Keine weiteren Optionen. Nur mit persönlichem Zugangscode. Dann muss ich vielleicht einen Auftrag annehmen oder sowas, um an den Zugangscode zu kommen. Also man konnte bei mir einen Auftrag annehmen angeblich. Ja, schon wieder. Wenn es nichts Geschäftliches ist, würde ich sagen, ihr macht auf dem Absatz kehrt und verschwindet. Ich wäre vielleicht an einem Auftrag interessiert. Ich könnte eine helfende Hand brauchen. Mir sind ein paar Leute abhanden gekommen. Wenn ich noch mehr verliere, kann ich den Laden dicht machen. Wir jagen diese kleinen Äffchen, die Tech. Sie haben eine Drüse, die pulverisiert, als Stimulanz benutzt wird. Ich brauche noch 2 oder 3 gute Jahre, dann habe ich die meisten von ihnen erwischt. Wollt ihr mitmachen, bevor ich sie endgültig ausrotte? Damit können wir natürlich den einen Typen finden. Wie gut ist die Sache bezahlt? Ich kann euch wirklich keinen Preis nennen. Hängt ganz von der Marktlage ab. Ihr kriegt einen fairen Preis für jeden. Glaubt mir. Mehr als dieses Versprechen kann ich nicht geben. Ich möchte den Auftrag. Wie jagt man diese Tech? Also gut, ich sag euch, was ihr machen müsst. Zunächst müsst ihr sie finden. Das ist noch relativ einfach. Ich sprühe euch mit diesem Duft hier ein. Der macht sie ganz verrückt. Dann wollen sie euch angreifen, auch wenn es völlig aussichtslos ist. Dann müsst ihr sie nur noch tranchieren. In ihren Köpfen steckt eine dicke, fleischige Knolle. Die müsst ihr rausholen. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Würde mich glatt schuldig fühlen, wenn die Preise nicht so gut wären. Kommt wieder, wenn ihr die Drüsen habt. Dann kriegt ihr euer Geld. Ich gehe. Fein. Ich bin nicht hier, um den Verkehr zu regeln. Okay, ich weiß, das ist nicht nett, aber auf die Art kriegen wir den Sack. Und vor allem ist dann erstmal Ruhe. Obwohl es jetzt hier gerade ziemlich ruhig ist, was mich ein bisschen wundert. Hier war... der Korb nach oben. Ja gut, also hier links halten. Ah, da ist ein Text. Das kann ein Jäger. Ah.
Keine Tech-Drüse. Ich weiß das jetzt sicherlich auch nicht in Julies Sinn, wobei, den müssen die Geräusche auch nerven. Noch ein Tech. So, Freundchen. Wie, ihr reagiert nicht aggressiv? Oh, dieser Tech könnte der getarnte Ruin Prolix sein. Aber du bist dir nicht sicher. Vielleicht zeigt er seine wahre Gestalt, wenn du ihn eliminierst. Falls es Ruin ist. Angreifen. Oh, das gibt dunkle Seite. Aber es war Ruin. Credits. So. Das heißt, das können wir jetzt auch abgeben. Entschuldigt bitte, ich bin wie gesagt erkältet. Aber ich muss ja auch ein bisschen aufnehmen und sowas. Irgendwann ist ja auch mal alles hochgeladen und das muss dann ja auch noch nachgeliefert werden, ne? Nächster Tag, der wild gemacht wurde. Ein Treffer, ein Toter. Hier scheint sonst nichts mehr zu sein. Ich denke, dann können wir mal die drei Teile abgeben, kriegen wir ein bisschen Geld. Dann schauen wir, dass wir die allgemein mal loswerden. Also ich werde die natürlich nicht angreifen, aber vielleicht ist es möglich, diese Schalldinger irgendwie zu sabotieren. Oh, ich sehe gerade, Johanni hat ein bisschen Leben verloren irgendwann. So, alle wieder voll. Und jetzt kümmern wir uns um die Tscherka-Vögel. Wird schon irgendwie. Problem ist halt, auf diese Schallgeneratoren kann man nur mit dem persönlichen Zugangscode zugreifen. Ich probiere es mal kurz mit unserem Hack-Experten. So, temporäres Schallemissionsnetzwerk der Tscherka Corporation arbeitet normal. Mehrere Funktionen. Schaltfeldgenerator aktiviert, Status ändern, persönlichen Zugangscode eingeben. Code nicht verfügbar, auf Alternative mit ja, keine weiteren Optionen vorhanden. Wir brauchen also den Code. So. Hab ein paar Tech erledigt. Ihr schon wieder? Ich hätte eine Tech-Drüse zum Verkauf anzubieten. Ich nehme euch alles ab, was ihr habt. Macht weiter so, dann werden wir beide reich. Zumindest so lange, bis wir diesen Planeten trockengelegt haben. ich gehe. Fein. Ich bin nicht hier, um den Verkehr zu regeln. Oder warte mal, gab es da eine Frage, die man zu den Schallverstärkern stellen konnte? Wenn. Nö. Oder allgemeine Fragen? Nein. Fein. Ich habe da was von Schall gelesen, aber nee, es ging um Sklavenjäger. Dann sehe ich mich hier einfach mal um. Vielleicht finde ich hier irgendwas, was mir weiterhilft. Und entschärfe derweil mal ein paar Minen. Da kümmern sich die schon drum. Auch das mit den Minen klappt nicht unbedingt immer so gut, aber ich bin ja auch kein Experte darin, ne? Na toll, jetzt ist Saka 47 auch reingerannt. Und Johanni metzelt einfach alles nieder. Na, auf dem Rückweg kann man die Drüsen einsammeln. Ach, was haben wir denn da? Das sieht ja interessant aus. Ein Kraftfeld.
Du siehst das Leuchten eines Repulsorfeldes. Es steht in starkem Kontrast zu dem umgebenden Laubwerk. Er ist offensichtlich eines der Hindernisse, das Jolie erwähnte. Wenn er hier wäre, könnte er dir helfen. Okay, ich muss die irgendwie loswerden, die Kerle. Vielleicht muss ich halt ein bisschen aufmüpfig werden. Na, ich kann erstmal ein paar Tech-Drüsen abgeben und dann halt sagen, hör mal, ihr Schweine. Gott, ihr macht es eigentlich nicht so knorke. Lasst mal bleiben, ne? Oh, eine Metallkiste. Finden wir darin vielleicht ein paar Zugangscodes? Kein Problem! Verstanden. Nee, nur ein paar, na gut, ein leichter Echani-Panzer und ein Energiestrahlsplitter. So. Gibt's hier sonst noch was? Ich kann mit den Wachen reden. Wenn Sie was wollen, reden Sie mit dem Commander. Er ist für unsere Fangquote zuständig. Ich möchte euch fragen, warum ihr hier seid. Warum ich hier bin? Weil es der Commander befohlen hat. Ist das so schwer zu verstehen? Ich bewache diesen Emitter. Warum haben die in das Teil keinen Automatikblaster eingebaut? Da müsste ich hier nicht rumstehen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht hier, weil ich was weiß. Ich kann mit Blastern umgehen und Emitter bewachen. Das ist alles. Reden Sie mit dem Commander. Erstmal heißt das Emitter, aber egal. Das ist ein gefährlicher Ort. Kann ich euch nicht davon überzeugen, dass es besser wäre, von hier zu verschwinden? Im Stich lasse, bringt er mich wegen Befehlsverweigerung um. Macht über ihn. Ihr wollt hier weg. Lauft schon. Ich muss weg. Es ist zu gefährlich hier. Ach, das gibt dunkle Seite, verdammt. Dieser Tür. Verräter! Ich werde ein Exempel an euch statuieren. Mal schauen, wie weit sind wir eigentlich noch im Hellen? Das wäre jetzt nicht so gut, wenn wir die ganze Zeit... Ja, geht noch. Also ich muss jetzt auf jeden Fall viel Liebes machen. Primäre Funktion, ja, passt nicht. Ich werde dann mal mit dem Commander reden. Taktdrüsen. Ihr seid nichts anderes als ein Chaka-Sklavenjäger. Nichts Besonderes. Ich brauche keine Belehrungen von euch. Passt auf, was ihr sagt. Hier unten bin ich das Gesetz. Sonst niemand. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann spuckt es aus. Wenn nicht, dann lasst mich in Frieden. Ich muss hier Geld verdienen. Tja, was ist, wenn ihr die Schattenlande verlassen wollt? Hey, hat der ja. Zoll... Ein paar Fragen. Hey. Gehört ihr zu den Sklavenjägern? Was? Nein, damit habe ich nichts zu tun. Das ist viel zu viel Arbeit, wisst ihr? Ich bin ausschließlich in der Tierfangbranche tätig. Einige der exotischeren Arten besitzen Organe, die man entfernen und für ganz erstaunliche Anwendungen nutzen kann. Das habe ich euch alles schon erzählt. Ihr wart mit allem einverstanden. Ich gehe. Fein. Mal schauen, vielleicht kann ich doch irgendwie noch mit aus Jolie was rauskriegen, wie man die los wird. Also ohne die Codes kann ich auf jeden Fall nicht die Schallgeneratoren abschalten. Jolie war... ja, da. Vielleicht hat er ein paar Tipps. Ich grüße dich. Na, warst du erfolgreich? Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Ich hätte ein paar Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Gut, aber fasse dich kurz. Könnt ihr mir mehr über die Wilderer sagen? Ich rieche ihren Gestank an dir. Arbeitest du für sie? Vergiss nicht, dass ich die Jagd verurteile. Und du brauchst mich. Geh in ihr Lager und vertreib sie.
Danach begleite ich dich in die Schattenlande. Keine Sekunde früher. Okay. Dann nichts wie los. Du hast dir schon genug Zeit verloren. Irgendwie muss ich dir doch loswerden, ohne die alle einzeln abknallen zu lassen. Vielleicht habe ich irgendeinen Gegenstand übersehen. Ich gehe jetzt gleich alles durch, was ich da durchtappen kann. Wobei, Tab ist es nicht. Es ist halt mit Q und E das Ziel wechseln. Aber es funktioniert halt im Grunde genauso. Dass ich dann alles erstmal schön durchgehe und schaue, wo ist denn vielleicht irgendein Gegenstand, den ich noch übersehen habe. Schallgerät. Schallgerät, Wache, Wache, Commander, Schallgerät, Wache, Schallgerät, Wache, Schallgerät. Vielleicht haben die Wachen auch unterschiedliche Dinge zu sagen. Was wollen Sie? Ich will den Commander nicht verärgern. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich bin nicht hier, weil ich was... Ja, das Übliche. Was machen die Emitter? Sie erzeugen eine Schallbarriere, die alle großen Raubtiere vertreibt. Nur so können wir an diesem schönen Ort bleiben. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Aber wenn es ausfällt, sind wir erledigt. Ihr bleibt also nur wegen der Emitter hier. Ja, und? Überreden. Wenn jemand sie ausschalten würde, könntet ihr von hier verschwinden. Ich bin nicht gern hier, das stimmt. Vielleicht können sie den Emitter mit diesem Code hier deaktivieren. Wenn genügend Emitter ausfallen, müssen wir hier weg. Aber das wissen sie nicht von mir. Hoho. Dann... Schallfeld deaktivieren. Ach, die sind nicht alle inaktiv. Müssen wir jetzt jeden einzeln überreden? Was wollen Sie? Reden wir die Emitter? Was wollen Sie darüber? Wenn jemand sie ausschalten würde, bla bla. Ich bin nicht... Das heißt... Was? Die Emitter sind... Oh, ein Tyrantatec. Lauft! Lauft! Tja. Da kam einfach mal so ein Tyrantatec um die Ecke. Das ist schön. Aber ich würde sagen, dann beende ich hier die Folge. Ich gehe dann einfach noch kurz zu Jolie während der Abmoderation. So einfach kann es manchmal gehen. Man muss nur die Wachen anquatschen. Tja. Aber dass es die Viecher hier gibt, naja, wir wussten zumindest, dass es einen Gestaltwandler gibt, der die Form von denen annehmen kann. Also wäre nicht so ungewöhnlich, dass da auch ein Normal dabei ist. Jedenfalls hoffe ich, ihr habt weiterhin Spaß am Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann haben wir wahrscheinlich Jolie dabei. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!